Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Es wundert mich nicht, dass ich angesichts der aktuellen politischen Weltlage die eine oder andere E-Mail bekommen habe, ist es jetzt nicht eine gute Zeit, in russische Unternehmen zu investieren? Kaufen, wenn Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen, diese Börsenbinsenweisheit des Bankiers Karl Mayer von Rothschild wird dann für gewöhnlich angeführt. Und sollte man sowas jetzt auf die russischen Aktien anwenden? Nun, es gibt ja mit Gazprom oder Norilsk Nickel, mit Rosneft, Mobile Telesystems, der Vnestock Bank, der Sberbank und vielen, vielen anderen ja durchaus Titel und Unternehmen, die an westlichen Börsen gelistet sind und von denen das eine oder andere auch ein vielversprechendes Investment sein könnte. Sei es nun wegen der attraktiven Dividenden oder wegen beachtlicher Kurssteigerungen. Ich habe viele Jahre in Moskau gelebt, ich war dort Student, ich habe dort auch als Geschäftsmann gearbeitet und ich kenne die praktischen Gepflogenheiten, wie man in Russland Business macht, aus erster Hand. Ich will hier gar nicht auf die üblicherweise zitierten Malaisen hinweisen, an denen nicht nur die russische Ökonomie krankt, also Korruption, schwerfällige Bürokratie, ein omnipotenter Staatsapparat, eine fragile Rechtslage vor Ort, insbesondere für ausländische Firmen. Das soll hier gar nicht das Thema sein. Ich will einfach mal auf das Makroniveau hinaus, auf die Börse. Und da stellen sich mir als Investor zwei praktische Risiken als sehr präsent und akut dar. Erstens, es besteht aktuell die Gefahr, dass russische Aktien von westlichen Kapitalmärkten schlicht ausgeschlossen werden. Wir erleben dieser Tage ja bereits eine Diskussion um chinesische Delistings an US-Börsen. Was sollte also einen amerikanischen Präsidenten davon abhalten, den Handel mit russischen Aktien oder ADRs an den US-Börsen schlicht zu verbieten? Dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, sehen wir ja gerade daran, wie mit russischen Staatsanleihen umgegangen wird. Der wahrscheinlich größte Börsenplatz außerhalb Russlands, an dem russische Aktien gehandelt werden, ist London. Ja, und auch der britische Premierminister denkt aktuell über alle möglichen Maßnahmen nach. Kurz, die westliche Hemisphäre könnte gegen Russland aktiv werden, auch an der Börse. Und ein zweiter Punkt, das ist der russische Staat. Der russische Staat, insbesondere das Parlament, die Duma, sollte man als Risikofaktor nicht ignorieren. Gerade in strategischen Branchen wie etwa in der Energiewirtschaft, im Medienbereich, im Rohstoffbereich, wird durch Gesetzesänderungen, die dann die Duma beschließt, gern mal der Zugang ausländischer Investoren begrenzt, reguliert oder auch komplett verboten. Das ist nicht sehr weit hergeholt. Ich habe das praktisch im Jahr 2014 erlebt, als ich in einen russischen Fernsehsender investiert war. Da wurde dann kurzerhand ein Gesetz angenommen von der Duma, dass es Ausländern verbot, sich an russischen Massenmedien zu beteiligen. Wenige Monate später war die Aktie von der Nasdaq verschwunden und ich hatte auf die Position einen 50-prozentigen Verlust in meinem Depot. Wenn es um Gas, um Öl, um Aluminium, um Edelmetalle geht, könnte Russland also zu ähnlichen Sanktionen greifen, wie das schon in Friedenszeiten 2014 der Fall gewesen ist. Ich habe seinerzeit auch lange Diskussionen beispielsweise mit BP-Managern geführt, die über Joint Ventures in Russland investiert waren. Ja, und die waren häufig alles andere als glücklich mit den Geschäftsgepflogenheiten vor Ort. Also, Unternehmen wie Gazprom, das will ich ganz klar sagen, die werden mit Sicherheit nicht vom Erdboden verschluckt werden. Die werden nicht verschwinden. Aber der Zugang, die Handelbarkeit, die Liquidität, die steht aktuell im Risiko. Und es nutzt mir nichts, wenn ich kaufen kann, wenn die Kanonen donnern, aber ich kann dann meine Position vielleicht nicht mehr verkaufen, selbst wenn die Violinen ganz laut spielen. Für mich ist als Geschäftsmann jedes Investment immer mit der Frage verbunden, kann ich das Geld anderswo mit weniger Risiko für einen vergleichbaren Ertrag investieren? Und da fallen mir gerade derzeit sehr viele Unternehmen ein, die eben nicht Gefahr laufen, zum Spielball politischer Machtinteressen zu werden.
Rund 1,5 Dutzend Dividenden-Champions alleine sind aktuell unterbewertet und werfen mehr als 3% Dividendenrendite ab, etliche sogar deutlich über 4%. Wer sich trotzdem an russische Unternehmen herantraut, dem wünsche ich ungesehen viel Glück, wie immer und ohne eine Empfehlung auszusprechen. Mit etwas Spielgeld könnte man sicher eine kleine Wette platzieren, aber genau das wollen ja die meisten nicht. Die wollen dann fett einsteigen und groß abkassieren. Und das kann in die Hose gehen, davor sei ausdrücklich gewarnt. Jeder sollte auf sein sauer verdientes Geld aufpassen. Dabei viel Erfolg. Tschüss, euer Nils Gajowi.